Hallo meine Freunde. Ja, ich möchte mich mal melden hier von unterwegs. Ihr habt ja sicherlich gemerkt, es ist ein bisschen ruhiger um mich geworden. Ja, zurzeit bin ich etwas krank, etwas nervig, aber wir sind alle irgendwie im Moment krank. Auch mein kleiner Fratz, mit dem gehe ich gerade spazieren. Ja, ich lerne im Moment sehr viel im Hintergrund. Und zwar so alles, was man halt braucht, um gescheite Videos für euch ins Netz zu stellen, mit denen man auch was anfangen kann. Ja, also nicht nur ja, doofes Gelaber. Ich möchte nicht meinen, dass ich doofes Gelaber immer mache, ja. Aber es soll auch ankommen und so, dass man sich zurechtfindet. Denn ich habe schon oftmals auch auf meiner Seite hier gemerkt, dass Fragen kommen, die für mich fraglich sind, weil ich mir denke, es ist doch eigentlich alles auf der Webseite oder auf der Seite hier bei Facebook da. Aber man möchte ja nicht suchen. Und daher versuche ich halt einen Leitfaden irgendwie auf die Beine zu stellen, dass wenn jemand kommt und etwas Bestimmtes sucht, er das eben auch findet. Und das schnellstmöglich. Ohne große Umwege, ohne Probleme. Außerdem, jetzt hat gerade mein kleiner Fratz seine Mütze runtergeschmissen. Da hinten ist der kleine Gauner. Außerdem bin ich gerade am Vorbereiten meiner ersten Challenge. Und dann nehme ich euch ja natürlich mit. Und da ist auch vieles zu tun. Denn ich bin nun mal Mama von zwei Kindern. Ich arbeite Vollzeit in meiner Praxis. Und dann bleibt natürlich nicht die Zeit für sowas, wie ich es gern hätte. Und somit muss natürlich im Moment meine Seite hier bei Facebook etwas leiden und kann euch nicht so häufig mit wichtigen Sachen informieren im Moment. Aber das kommt. Und wenn es kommt, dann kommt es ordentlich und lieber etwas Anlauf genommen. Ja, ich hoffe, es geht euch sonst soweit gut. Wie gesagt, ich bin im Moment ein bisschen angeschlagen, aber frische Luft tut gut, die Sonne scheint. Ich habe sogar hier mein Weitwinkelobjektiv draufgeschraubt, um euch von der schönen Natur, in der ich hier so spazieren gehe, etwas noch mitzugeben. Ja, was soll ich sagen? Meine Technik habe ich ein bisschen hochgefahren, um auch da qualitativ bessere Videos zu machen. Vielleicht hört ihr es schon, der Ton dürfte sehr gut sein. Und das war auch immer so ein Manko, dass manche mir geschrieben haben, dein Video ist toll, aber der Ton ist ein bisschen leise. Also alles so Kleinigkeiten, an denen man eben arbeiten muss und was ich auch tue. Ich kann mich halt leider nicht so teilen. Deshalb hoffe ich, dass ihr mir trotzdem die Stange haltet, bei Facebook mich weiterhin verfolgt. Ich meine, ihr könnt euch auch abmelden, ist ja jedem seins überlassen. Aber wenn dann das kommt, was ich vorhabe, verpasst ihr natürlich was Gutes. Und schaut doch mal auf die Webseite wellfitgesund.de drauf. Ihr findet da ganz viele Sachen schon. Ja, Sportvideos, 5 Minuten, knackige Sportprogramme. Ihr findet ein paar Rezepte, leckere Brotrezepte, mit denen man abnehmen kann. Man muss nämlich nicht auf Brot verzichten. Ja, und viel Wissenswertes. Auch vor allem im Mitgliederbereich, der ja kostenlos zugänglich ist. Und erst wenn man alles haben will, das komplette 40-Tages-Programm, um ordentlich Kilos zu verlieren, ohne Hungern, ohne Fitnessstudio, ohne Stress, dann ist das auch mit 7 Euro im Monat. Echt lächerlich im Moment. Gut, das erstmal dazu und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich mache gleich noch ein anderes Video, denn ich habe trotzdem noch eine Mitteilung für euch. Ciao.